Wir verladen, da sieht man die Lea gar nicht, jetzt sieht man die Lea gleich. Wir machen morgen einen Ausflug zu einer Freundin und jetzt haben wir schon richtig viel verladen hier. Und die Sternschnuppe fährt auch das erste Mal im Transporter. Ja. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video nehme ich Sternschnuppe mit zu einer Freundin und wir fahren das erste Mal Transporter. Ja. Gestern Abend haben wir schon alles eingeladen, da hat der Julian und die Lea mitgeholfen. Und jetzt schauen wir mal, wie Sternschnuppe das so macht. Schaut super aus. Jetzt haben wir gar keine so eine lange Fahrtstrecke, sondern nur 15 Minuten, 20 Minuten. Dann sind wir auch schon bei meiner Freundin und wir probieren einfach mal aus, was Sternschnuppe dazu sagt, woanders zu sein, woanders geritten zu werden. Ich werde auch noch mal ein paar Sattel testen von Däuber und Partner. Da habe ich noch mal einen ganz bequemen Weichen, den Impuls, aber in einer bisschen größeren Sitz, also nicht mehr Zweiersitz, sondern Dreiersitz. Und wenn dich das interessiert, über die anderen Sattel haben wir schon ein Video gemacht. Und ich würde sagen, ich hole noch ein bisschen Fressen, ein bisschen Leckerlis, ein bisschen Hafer und dann geht's los. Hier habe ich auch einen Monitor, auf dem ich die Sternschnuppe gut sehen kann. Mal schauen, ob ich es so filmen kann, dass ihr da auch was seht. Ein bisschen läuft sie noch hin und her und guckt ein bisschen, aber sie ist recht brav. Ja, jetzt schabt sie ein bisschen. Schaut euch mal dieses grandiose Panorama an. Das ist einfach ultra schön, wenn man hier die Berge sieht. Und bei uns liegt kein Schnee mehr. In den Bergen liegt noch ein bisschen Schnee. Und jetzt seht ihr gleich hier dieses Wahnsinnspanorama auch nochmal von weiter unten. Jetzt sind wir bei meiner Freundin und die hat auch einen wunderschönen Platz und eine Reithalle.
natürlich heute bei diesem Wetter müssen wir auf den Reitplatz gehen. Und es ist Februar und trotzdem ist es richtig, richtig warm. Ist es bei euch auch so warm? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden hier schon richtig cool begrüßt von der Triggi. Na? So, dann machen wir mal da auf. Grüß Gott. Wir sind schon da. Darfst du schon gleich raus? Jo, feine Maus. So, die Schnuppi steht hier noch ein bisschen auf dem Platz und wird von den anderen begrüßt. Die Triggi ist hier die Chefin, die steht hier draußen. Na, die darf hier alleine auf dem Hof rumsausen. Die ist schon ganz alt und ja, ist hier einfach die Hofchefin und darf hier überall frei rumlaufen. Finde ich sehr, sehr cool. Und die Schnuppi guckt auch noch spannend. Wird hier auch begrüßt von den ganzen Nachbarn. Und ich werde jetzt meinen Sattel fertig machen. Und heute probiere ich ja nochmal, wie gesagt, den anderen Sattel aus. Da muss ich noch ein neues Sattelpad drauf machen. Gell, Schnuppi? Und dann geht's los. Ja, feine. Auf jeden Fall hat sie nicht geschwitzt und war recht wenig aufgeregt für das erste Mal im Transporter. Eingestiegen ist sie ja mega mäßig. Als erstes hat Sternschnuppe ein bisschen Zeit für sich bekommen im Paddock. In der Zeit hat Nini, meine Freundin, noch ihre Pferde ein bisschen auf dem Platz longiert, weil die das total aufregend fanden, dass hier auf einmal ein anderes Pferd bei ihnen steht, weil das sind eigentlich nur drei Pferde und ich denke, das ist für die Pferde dann doch spannend, wenn mal jemand anders zu Besuch ist. Und genau, dann war die Nini erst noch ein bisschen auf dem Platz und die Sternschnuppe hatte einfach Zeit, auch ein bisschen was zu fressen, zu pieseln und alles, was sie so benötigt, zu machen. Und das war auch echt ganz gut, dadurch war sie danach noch gechillter. Ihr seht ja schon, wie gechillt sie einfach ist. Es ist einfach unglaublich und wie menschenbezogen. Sie orientiert sich hier immer an mir und wo ich bin und gar nicht so sehr an den anderen Pferden. Und ja, das ist einfach für die Bindung vom Pferd zum Mensch richtig gut, wenn das so schön funktioniert. Heute hatte ich auch gar nicht viel mit Sternschnuppe vor. Das werdet ihr jetzt dann gleich sehen, was wir genau gemacht haben, weil Sternschnuppe ist ja trächtig, wie ihr wisst, und sie ist jetzt ungefähr auf Halbzeit, nicht ganz, also 5 Monate hat sie jetzt schon und 6 Monate sind es noch, ja, es ist jetzt dann wirklich schon fast Halbzeit. Wer das noch nicht gesehen hat, das Video mit dem Ultraschall, so süß, das sind die ersten Bilder vom kleinen Foli, schaut es euch unbedingt an, das ist in unseren Long-Videos, also nicht bei den Shorts, sondern bei den richtigen Videos findet ihr auch dieses Video und da könnt ihr zum ersten Mal das kleine Baby auch sehen. Wir werden dann natürlich, wenn es soweit ist, im August euch auch wieder mitnehmen auf die Reise mit dem Fohlen. Und Leon und ich sind natürlich schon super aufgeregt, Julian und der Papi natürlich auch, ne? Die finden es auch richtig klasse. Und ja, wir haben uns die ganzen Sommerferien freigehalten, dass wir auf jeden Fall da sind, wenn das Fohlen dann auch kommt. Da Sternschnuppe relativ viel Winterfell hat, das sieht man hier jetzt gar nicht so richtig, aber sie hat doch ziemlich langes Winterfell. Und es heute ein sehr, sehr warmer Tag ist, werden wir auf jeden Fall nicht so viel machen. Es ging mir jetzt nur darum, dass sie den Transporter kennenlernt, falls auch was mit dem Fohlen sein sollte, dass sie da einfach gut und entspannt reingeht, dass sie das einfach kennt, dass man im Notfall mit ihr gut irgendwo anders hinfahren kann, ohne dass sie dabei großen Stress empfindet. Und deswegen haben wir das jetzt hier auch nochmal gemacht.
Ja, und heute wollte ich einfach auch nur ein bisschen den Platz zeigen und ganz gemütlich, ohne Stress, ohne viel Arbeiten, einfach mal was Neues, neue Umgebung erkunden und das alles mit viel Geduld und Ruhe und ja, einfach nicht zu viel Anstrengung. Viele von euch haben es uns in die Kommentare geschrieben, dass sie gerne gegrüßt werden möchten und das machen wir hiermit. Wir grüßen ganz herzlich Linda, Moonlight Place Rare Blocks, 9. Februar, hast du das geschrieben? Dann Lilly Eileen, dann grüßen wir ganz herzlich Sophia, Bonnie, Ida, Patrick Grafe, 7113 ist der Account, Hanna, Lorraine, Livi, Leonie und Franco. Vielen Dank, dass ihr uns euren Namen in die Kommentare geschrieben habt. Und wenn du noch nicht gegrüßt wurdest und auch gegrüßt werden möchtest, dann schreib uns einfach, dass du gegrüßt werden möchtest unter ein Video. Das sehen wir dann. Und in einem der nächsten Videos grüßen wir auch dich dann. Das kann immer ein bisschen dauern, weil wir ja die Videos aufnehmen und sie nicht immer gleich veröffentlichen, sondern das doch immer ein bisschen dauert, bis man es bearbeitet hat. Also einfach schön die Longform. Wichtig ist auch, dass ihr die Longform-Videos guckt, also die langen Videos, nicht die Shorts. Wir grüßen nämlich immer in den Longform-Videos. Aber ihr könnt es uns auch unter die Shorts schreiben. Das sehen wir auch. Dann schreiben wir uns das auf und grüßen euch dann auch wieder in einem Longform-Video. Jetzt siehst du den Sattel von Däubern Partner, den ich heute auch nochmal probieren wollte. Hier sichere ich immer die Zügel, dass die Sternschnuppe da nicht reinsteigen kann. Das würde ihr Maul wehtun. Das mache ich immer so. Bei einem Westernsattel geht es ein bisschen besser, weil da hat man natürlich vorne den Knauf. Aber das kennt jetzt Sternschnuppe auch schon ganz gut, dass sie da dann einfach nicht fressen darf und nicht den Kopf runternimmt, weil ansonsten besteht eben die Gefahr, dass sie in den Zügel reinsteigt. Und dann könnte sie sich im Maul verletzen und das möchte ich natürlich verhindern. Man kann auch den Zügel immer in den Ellbogen reinmachen, also dass man den Zügel permanent hält. Aber das ist natürlich dann immer ein bisschen unpraktischer, wenn man auch am Pferd noch was arbeiten möchte. Also wenn ich hier den Sattelgurt zumachen möchte oder so, dann ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber es ist auch ganz wichtig, dass du das nur nachmachst, wenn dein Pferd so brav und erzogen ist wie Sternschnuppe, dass es weiß, dass es stehen bleiben muss. Weil ansonsten ist es natürlich jetzt auch frei. Und bei einem Pferd, was unsicherer ist, musst du auf jeden Fall immer den Zügel auch mit in der Hand halten, dass dein Pferd nicht einfach abhauen könnte.
Gent Noville darf sich jetzt noch eine kleine Runde wälzen. Sie wollte sich schon mit Sattel hinlegen. Das konnte ich gerade noch mal verhindern. Und dann habe ich gedacht, jetzt darf sie extra hier. Bin ich extra noch mal zurück, dass sie sich noch mal schön wälzen kann. Und ich glaube, ihr hat es richtig gut gefallen. Sie ist auch total entspannt. Und wir kommen gerne wieder, gell, Sternschnuppi? Oh, ist das schön. So schön. Ja, supi. Zu Hause. Sternschnuppe hat es jetzt schon ein bisschen besser gemacht als bei der Hinfahrt. Sie ist nicht mehr so viel rumgelaufen, ist aber doch ein bisschen nervös. Jetzt hole ich sie raus und dann darf sie wieder auf die Koppel. Da haben wir noch die Putzkasten und noch ein paar Klamotten von mir. Die räume ich jetzt auch auf. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich bin ganz stolz auf Sternschnuppe. Es hat sie super gemacht. Ganz brave Maus. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.